Ja, hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück. Kanal Antike Angelrollen, Wartung und Pflege von Angelgerät, von Angelrollen. Mein Name ist Oliver, vielen Dank fürs Wiedereinschalten, fürs Wiederzusehen. Heute auf dem Tisch habe ich ein besonderes Dickschiff liegen, eine dicke Bertha, eine Mammutrolle. Ich habe hier eine Penn Senator in der Größe 10.0. Da habe ich mal vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen, ein Kurzvideo drüber gemacht. Die habe ich also gebraucht bekommen, ein Zufallsfund, und dieses Kurzvideo hat erstaunlich viele Klicks bekommen, obwohl es nicht besonders gut oder werbewirksam gestaltet war. Vor allem, man hat auf YouTube überhaupt nicht gesehen, es gab keinen Startbildschirm, um was es geht, egal, es gab viele Klicks. Und heute habe ich mir gedacht, ist sie dran, und sie wird zerlegt, auseinandergebaut und gereinigt. Was ist das jetzt für ein Teil? Also erstens, wie ich gesagt habe, ist es ein Riesending. Diese Rolle wiegt, ihr seht hier meine Hände, ich muss sie so umfassen, wiegt 3 Kilo laut unserer Küchenwaage. Ich habe hier mal was mitgebracht zum Größenvergleich. Also hier, das da, das ist eine Penn Long Beach 60, also auch eine Salzwasserrolle für die Küstenmeereskutterangelei. Da, das ist auch kein Leichtgewicht, ja, das ist also auch schon fürs mittlere Meeresangeln gedacht. Oder wenn man das hier mal zusammen daneben hält, das hier, das ist eine Stationärrolle in der 1000er Größe. Wenn man die mal daneben hält, wie kann man es machen? Ja, man sieht es nicht besonders gut, aber man sieht den Größenvergleich. Also das ist schon ein ganz massives Gerät. Diese Rolle ist 50, 60 Jahre alt. Ich weiß es nicht genau, aus den 1950er oder aus den 1960er Jahren. Ich bin mir nicht sicher. Sie hat auf jeden Fall hier auf der Seite, auf der linken Rollenseite, einen glatten Seitendeckel. Also leider haben wir hier nicht diese schöne, dieses schöne Motiv, was man auf vielen Pennrollen sieht. Also Leuchtturm, Boot, Angler, springender Segelfisch oder Marlin, das haben wir nicht. Ich glaube, das spricht dafür, dass sie älter ist, also vielleicht sogar von 1950er Jahre. Und sie hat dann, wie wir sehen, deutliche Gebrauchsspuren. Ich versuche das mal hier reinzuhalten. Also auf den Chromteilen sieht man es. Die sind angegriffen. Wir haben hier diesen Grünspan, nenne ich das immer. Das ist die Korrosion, die kommt vom Salzwasser, von der Gicht. Das heißt, die Rolle war auf dem Boot, sie war auf dem Wasser. Sie läuft aber einwandfrei, ohne Probleme. Sie macht das, was sie machen soll. Wenn ich sie hier kurbel, sie läuft leicht, ohne Widerstand, ohne Unwuchten oder Ähnliches. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht war das einfach eine Ersatzrolle. Das heißt, sie war immer auf dem Boot dabei, ist aber wenig zum Einsatz gekommen oder wurde wenig gefischt. Das heißt, mechanisch, technisch wenig beansprucht, aber diese, diese Schäden hier am Chrom, die entstehen halt, wenn die Rolle im Boot ist, Salzwasser abbekommt und dann eben nicht gereinigt oder abgespült wird. Und darum geht es heute in dem Video. Das kann ich jetzt schon sagen, wieder 2 Teile haben wird. Jetzt im ersten Video werde ich das Ding zerlegen, so weit wie möglich. Hier vielleicht im Getriebe etwas reinigen. Dann werde ich das Video unterbrechen und mich einfach um die Reinigung und Politur von diesen Teilen kümmere. Und im zweiten Videoteil geht es dann um den Zusammenbau. Ich werde das so machen. Sie wird auseinandergebaut und all diese Chromteile kommen dann für ein paar Stunden oder vielleicht über Nacht in Essig. Da werden sie eingelegt. Das löst diesen Grünspan, der verschwindet dann, der löst sich auf und dann kann man die Teile eben sauber machen, trocknen, sauber machen, polieren und dann die Rolle wieder zusammenbauen. Sie wird viel besser aussehen als jetzt, aber sie wird nicht aussehen wie neu, weil diese Schäden hier an den Chromringen, das ist passiert, da werden nachher dann, wenn es fertig ist, da werden so kleine dunkle Flecken erscheinen, das, oder so Kupferfarben wird es da durchscheinen. Hier ist einfach der Chrom zerfressen und drunter kommt dann das blanke Metall. Okay, also fangen wir an. Diese kleine Schraube wird abgemacht und die Kurbel wird entfernt. Und jetzt müssen alle wieder weggucken. Hier haben wir so eine Mutter, so eine Schraube. Ich muss das ganz vorsichtig mit einer kleinen Rohrzange machen. Ich mache es ganz vorsichtig, um nichts zu zerkratzen. Ich habe nämlich den passenden Schlüssel nicht dafür. Ab der Größe 9.0, glaube ich, haben die Penn-Senatoren hier eine größere Schraube, einen größeren Schraubenkopf. Da gibt es einen Spezialschlüssel, den habe ich zwar, aber der passt nur für die kleineren Rollen. Aber man kann das von Hand rausziehen. Alle Teile kommen, wie immer, ihr kennt das, hier in so eine Schüssel, dass ich nichts verliere. Dann nehmen wir die Kurbel ab. Die steckt da drauf und die kriegt man ab, indem man hier das Sternrad rückwärts dreht. Dann wird das Ganze
nach vorne gedrückt. Nehmen wir das Sternrad hier ab von der Bremse und da haben wir dann eine Beilagsscheibe, die da drauf sitzt, außen auf diesem Rad. Alles weg damit. Und jetzt kommen wir hier an der Seite an das Bremssystem. Da sind die Bremsscheiben drin. Und jetzt gucken wir mal, wie die aussehen, wie dick die sind. Und da lässt sich dann das Alter der Rolle auch etwas bestimmen, weil wenn wir hier wenig dicke Bremsscheiben haben, dann ist die Rolle alt. Jawohl, und wir haben es. Das ist so eine harte, dicke Bremsscheibe, die auch irgendwie bessere Zeiten gesehen hat. Aber solange sie nicht beschädigt ist, kriegen wir das wieder hin. Auch das kommt in die Schüssel. Und jetzt gucken wir mal, ob man das hier rausklopfen kann oder nicht. Ja, es fällt raus. Bei der Rolle funktioniert es. Also bei diesen großen Pensionatoren kann man das Bremsensystem von außen warten, wenn man die Bremsscheiben hier aus diesem hier herauskriegt. Also das ist heute Schwerarbeit, wenn ich das Ding mit seinen 3 Kilo jedes Mal in die Kamera halten muss, dass ihr was seht. Das ist ein richtiges Workout. Und jetzt ist mir was heruntergefallen. Okay. Diese letzte Bremsscheibe bekomme ich jetzt nicht heraus, die kann ich nicht herausklopfen, macht nichts, wir lassen sie drin und dann kann man das gleich von innen machen, wenn wir das Getriebe zerlegen. Als nächstes werden hier die Schrauben an dem Chromring entfernt, auseinandergebaut. Ich hoffe, dass sie alle rausgehen, leicht, ja, sieht gut aus, lege ich mal daneben mich. Das ist erstaunlich, oder da bin ich froh, dass keine von diesen Schrauben bis jetzt fest gerostet oder fest korrodiert zu sein scheint. Die sehen auch gut aus, diese Schrauben. Das Gewinde, die Gewinde sind sauber, prima. Und beachtlich oder schön bei der Rolle ist auch wenn jetzt hier die Korrosionsspuren deutlich zu sehen sind, auch wenn sie nicht aussehen wird wie neu, ist egal. Sie hat ihre Geschichte, man darf ihr Alter ansehen. Schön an der Rolle ist, dass hier diese Chromringe, die 4 Stück, nicht gerissen sind. Das hat man nämlich oft bei den alten Pensionatoren, dass hier Schäden entstehen durch Korrosion oder durch übermäßige Belastung und dann das Ganze Risse bekommt. Und wenn man die nachbestellen muss, das wird teuer. Okay, wunderbar, diese Schrauben gehen alle leicht raus, wobei ich jetzt zugeben muss, bevor ich hier die Kamera eingeschaltet habe, bevor ich den Dreh begonnen habe, habe ich diese neuralgischen Stellen mit Kriechöl eingesprüht. Das sollte man immer machen. Gut, alle Schrauben sind draußen. Wir haben hier 5 lange Schrauben. Die sind hier für die Querstreben und dann haben wir 3 kürzere und die gehen unten in den Rollenfuß. Auch die kommen in eine Schüssel. Und dann müsste man doch hier diesen Deckel, jawohl, kann man, von dieser Riesenrolle einfach abnehmen. Und so sieht das innen aus. Das ist das Innenleben einer Pensionator. Und ich habe ja schon ein paar Videos gemacht über andere Pen-Multirollen, über eine andere Pensionator, über eine kleinere, oder auch über die Pen, wie hieß sie denn, Delmar oder Pen 85. Und für die Rolle hier gilt das Gleiche, für diese kleine Pen Long Beach. Wenn wir hier den Seitendeckel abmachen und drehen ihn um und wir halten diese beiden Seitendeckel nebeneinander, die sind de facto identisch. Der einzige Unterschied ist, hier sind alle Teile größer, schwerer, massiver. Also, wer hier eine Pen Long Beach auseinanderbauen, warten und wieder zusammenbauen kann, der kann auch so eine große Pensionator in der Größe 10-0 auseinanderbauen. Gut, zur Seite damit. Haben jetzt hier die Spule. Die sieht eigentlich ganz gut aus. Wenig verschmutzt. Also die Rolle ist innen sauber. Hier auf der Seite, wie bei allen, sieht man nichts. Da ist ein Kugellager in der Mitte. Hier diese Zunge, das ist der Klicker. Hier dieser Ring, das ist so ein Spannungsring für diesen Klicker. Das war's schon. Mehr ist da nicht auf der Seite. Da kann man auch nicht viel mehr machen. Und jetzt hier dieses Getriebe, das zerlege ich noch, das nehme ich noch auseinander und dann geht es eben, wie gesagt, in die Pause und das Ganze wird gereinigt. Diesen Ring baue ich ab,
Und es geht folgendermaßen, man muss hier diesen Hebel für den Spulenfreilauf in so eine Mittelposition bekommen. Und dann kann man den Ring so ganz einfach abnehmen. Auch der kommt zur Seite und der passt nicht in eine meiner Schüsseln. Und hier sieht man, wie dieser Spulenfreilauf funktioniert. Wenn ich den Hebel umlege, dann geht dieser Bügel runter und zieht hier in der Mitte dieses Zahnrad, was wir da sehen, etwas in Richtung Außenseite, also in diese Richtung. Und damit wird dieses Zahnrad dann hier auf der Spulenseite von dieser viereckigen Form, die wir da direkt an der Spule sehen, wird weggezogen und die Spule kann sich frei bewegen und rotieren. So funktioniert das Ganze. Gut, also, um weiterzugehen, Moment, vielleicht kommen wir hier den, genau den Ring nehmen wir auch noch ab, dass er mir nicht zwischendrin auseinanderfällt. Hier diese Ösen, die kommen dann nachher wieder rein beim Zusammenbau, die sind dafür da, da kann man dann den Harness einhängen, den Kampfgurt, alles hier mal zur Seite. Und jetzt müssen wir nur noch hier vier Schrauben lösen. Ja, die Bremsscheibe bleibt noch drin. Also, wir haben hier, genau wie bei der kleinen Long Beach, auf der Seite vier Schrauben, die diese Getriebeeinheit, diese Getriebebrücke mit dem Seitendeckel verbinden. Die drehe ich jetzt mal auf und ich habe hier mit meinen Händen, ich habe nicht besonders große Hände, irgendwie Mühe, das hier festzuhalten. Und jetzt spüre ich schon den Gegendruck der Federn, die da unten drunter sind. Und jetzt muss man aufpassen, diese Schraube fasst noch ein wenig. Und jetzt muss man aufpassen, man darf jetzt glaube ich, ist sie locker, diese Seite, diese Getriebeplatte, man darf die nicht einfach hier auf den Tisch fallen lassen oder herunterschütteln oder ähnliches, weil einem dann etwas entgegenfliegt. Und zwar die Feder für die Rücklaufsperre. So, jetzt fällt das herunter und jetzt haben wir das Ganze hier auseinandergebaut. Okay, und das hier meine ich, das hier, das ist so eine kleine Bügelfeder für die Rücklaufsperre, für den Anti-Reverse-Dog. Und auf die muss man eben aufpassen, die darf nicht verloren gehen, die sollte nicht wegspringen und deshalb, wenn man das auseinanderbaut, immer herunter in die linke Hand drücken und schauen, dass man es auffängt. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Das hier ist die Rücklaufsperre, die Klinke. Auch da ab. Und dann haben wir hier das Hauptgetrieberad. Boah. Sieht man es auf dem Video. Okay. Aha, und jetzt fallen auch die nächsten Bremsscheiben raus. Also da haben wir 1, 2, 3, wir haben 6 von diesen großen, dicken Bremsscheiben. Ich weiß nicht, was das für ein Material ist. Und hier das Hauptgetrieberitzel. Schräg verzahnt mit diesem Zylinder drauf, wo diese ganzen Bremsscheiben dann eben hineinpassen müssen. Wahnsinn! Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, wir hätten hier nur 3 so ganz dicke Bremsscheiben. Ich habe so eine Rolle noch nie aufgehabt. Und hier haben wir dann die Brücke, ziemlich verschmutzt. Da ist Reinigungsarbeit vonnöten. Okay, und wenn wir das jetzt hier umdrehen, jetzt fallen hier die Schrauben raus, die 4. Das sind die 4 Schrauben, die die Brücke mit der Getriebebrücke mit dem Seitenteil verbinden. Wir haben hier 2 verschiedene Schrauben, wie bei allen oder fast allen Pennrollen. Eine mit einem durchgehenden Gewinde und eine, die hat hier unten nur, oder 2, die haben hier unten nur so ein kurzes Gewinde. Und diese Schrauben mit dem kurzen Gewinde, die ansonsten glatt sind, kommen auf dem Seitendeckel in die 2 oberen Löcher hier. Weil die nämlich, jetzt bauen wir den Rest auch noch auseinander, dieser Bügel kommt raus, weil die nämlich hier durch diese 2 Federn, die da drin stecken, durchgehen. Und wenn die Schrauben ein durchgehendes Gewinde hätten, dann könnte das Gewinde sich in diesen Federn verfangen. Okay, auch weg damit. Und hier haben wir dann ein Kugellager. Das lege ich jetzt mal vor mich. Und das war's. Und wie gesagt, die Rolle, habe ich gesagt, lief leicht, sie lief ruhig, sie machte keine Probleme oder keine Zicken, wie immer man das nennen will. Und sie ist ziemlich sauber innen drin, also man kann nicht meckern. Ja, hier auf dem P
Pinion Gear. Guck mal, wie groß das ist. Wahnsinn. Ich glaube, das allein wiegt schon 100 Gramm oder noch mehr. Man sieht altes Fett, aber es ist nicht verheerend. Also ich glaube, die wurde mal gewartet oder sie wurde mal... she's been taken care of. Hier sehen wir etwas altes Fett, aber das war's. Gut, das war jetzt der erste Teil des Videos, der Auseinanderbau. Wie angekündigt, mache ich jetzt eine Pause. Was ich jetzt machen werde, kurz sage ich das. Ich werde jetzt hier das auseinanderbauen, also hier diese Schrauben entfernen, dass diese Querstreben abgehen. Den Rollenfuß werde ich abbauen. Hier auch diese beiden Chromringe entfernen, abbauen. Und das alles kommt dann hier in einen kleinen blauen Eimer. Aha. Und wird dann mit ganz normalem Essig, Salatessig, Branntweinessig übergossen. Ein milder Essig. Und wie ich gesagt habe, dieser Essig, der führt dazu, dass dieser Grünspan, dass diese Korrosion sich auflöst oder gelöst wird. Und man hinterher dann wieder glatte Teile hat. Sie werden nicht aussehen wie neu. Was ich dann machen werde, ist hier einfach mit einer Chrompolitur, Autozubehör oder Metallpolitur, Küchentüchern und vielleicht etwas ganz, ganz feiner Stahlwolle, werde ich diese Chromteile dann, wenn sie getrocknet und sauber sind und vom Grünspan befreit sind, etwas polieren. Und dann werde ich jetzt hier diese Teile, da müsst ihr mir auch nicht zugucken, die werde ich alle mit Kriechöl behandeln und eben auch säubern, sauber machen. Auch hier die Bremsscheiben gucke ich mir genauer an, die Metallscheiben dazwischen, die großen. Und wenn das passiert ist, wenn es geschehen ist, wenn alles dann wieder bereit, gesäubert vor mir liegt, dann geht es in einem zweiten Video um den Zusammenbau. Also erstmal vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Geduld und wir sehen uns in Teil 2. Ciao!